Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Primary Pro Tutorial. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich meine Tutorials aufnehme, bearbeite, rendere und hochlade. Ja, ich habe dazu einige Anfragen bekommen, wie ich das Ganze denn mache, welche Einstellungen ich verwende und ja, da dachte ich mir, mache ich doch direkt mal ein Video dazu. Als erstes mal dazu, wie nehme ich meinen Bildschirm auf? Offensichtlich bin ich hier auf einem Mac und deshalb benutze ich dafür die Software ScreenFlow. Ja, eben in der neuesten Version, 4.3 glaube ich ist das allerneueste. Ich update das auch immer regelmäßig und das ist eben eine wirklich sehr gute Software, um als erstes mal den Bildschirm und auch die Audio und auch die Stimme, wie ihr mich gerade hört. Übrigens, das ist auch eine Frage, die häufig kommt, mit was ich denn meine Audio aufnehme. Also ihr hört mich gerade durch mein Blue Snowball, eben von Blue Microphones, verlinke ich auch in der Beschreibung. Nehme ich aber auch direkt mit der Software auf, so wie die Computer-Audio. Und bearbeiten tue ich meine Screencasts auch komplett mit ScreenFlow, also diese ganzen Tutorials, die ich mache. Es ist selten, dass ich hierfür Premiere benutze. Warum genau, erkläre ich nachher noch genauer, aber im Prinzip brauche ich das eigentlich gar nicht. Also es wird sich jetzt für mich nicht lohnen, das erst zu exportieren, dann wieder in Premiere zu importieren und so weiter, denn auch fürs Bearbeiten von solchen Tutorials und Screencasts, was es eben sind, ist dieses Programm sehr gut. Kostet um die 80 Euro, ihr könnt euch auch eine Testversion herunterladen, allerdings habt ihr dann immer ein Wasserzeichen drin, aber ich finde die 80 Euro sind sehr gut investiert, vor allen Dingen auch das Programm wird regelmäßig geupdatet und da gibt es immer wieder tolle neue Funktionen. Jo, dann würde ich mal sagen, legen wir mal los. Ich habe hier im Hintergrund schon mal ein Projekt offen und zwar ist das von meinem letzten Tutorial, also nicht das letzte, sondern einer der letzten Tutorials, wo ich eben ja, zeige, wie man einen Lower Third erstellen kann und da zeige ich euch jetzt mal, wie ich das bearbeite. Im Prinzip, wenn ich so ein, ja, so ein Screencast fertig habe, dann öffnet sich automatisch hier dieses Fenster, eben natürlich komplett unbearbeitet, nur Audiospur und Videospur. Und dann gehe ich eben durch und bearbeite das so, wie ich will. Zum Beispiel schneide ich hier Versprecher raus oder natürlich immer als erstes hier meine Intro. Die kommt natürlich immer vors Video. Ich kann auch mal ein bisschen reinzoomen. Dann hier eben einen Übergang, wie ihr seht. Und ja, dann kommt auch hier schon ja, das Erste, was ich sage. Das ist eigentlich recht einfach gemacht. Ich denke mal, das ist auch videotechnisch keine große Kunst. Dann läuft das Ganze hier durch. Ihr seht, da verändert sich gar nichts. Hier schneide ich wohl noch einen Versprecher raus. Können wir uns ja mal kurz anhören. Fangen das Ganze von vorne an. Ja, als erstes müssen wir natürlich jetzt... Ja, da habe ich wohl irgendwas rausgeschnitten. Und jetzt kommt hier auch schon gleich der erste Effekt. Der nennt sich Call-Out. Und zwar seht ihr, was passiert. Im Prinzip, ich sage da irgendwas zum Kompositionssymbol und da wird jetzt rangezoomt. Und das hier will ich ganz einfach. Ich lösche einfach mal den Effekt hier kurz und zeige euch, wie man das Ganze macht. Also als erstes gucke ich mal ungefähr wegen dem Timing. Ja, jetzt bin ich ungefähr hier. Das sehe ich natürlich hier in dem Viewer-Fenster. Dann gehe ich hier auf dieses Symbol, eben für Callout-Eigenschaften. Ich klicke hier auf Hinzufügen. Dann stelle ich hier alles ein. Erstmal, ich mache es meistens auf die maximale Vergrößerung, weil ich habe natürlich auch hier durch die 27 Zoll einen ziemlich großen Bildschirm. Und das sieht man relativ viel. Hier kann ich dann noch den Rand vergrößern, sage ich ungefähr so. Dann den Hintergrund möchte ich jetzt nicht ganz so dunkel haben, dafür aber unscharf, sagen wir ungefähr so. Und noch ein bisschen weichen Rand mache ich meistens auch, also hier von diesem Teil, ja. Und ja, was ich jetzt dann eben noch mache, ist einblenden, meistens 20 Sekunden. Dann gucke ich, wie lange ich das Ganze brauche. Ja, im Prinzip ist es jetzt dann schon rum, wenn ich draufgeklickt habe, ist es ja alles klar. Dann öffnet sich auch schon das nächste Fenster. So, und dann kann ich das Ganze auch schon ausmachen. Und hier jetzt noch eine... Ausblendung von 20 Sekunden, dann sieht das Ganze ein bisschen weicher aus. Klicken wir einfach hier auf das neue Kompositionssymbol. Und so sieht das Ganze dann aus. Ja, es kommt hier auch schon der nächste Effekt, zu dem ich auch einige Anfragen bekommen habe, und zwar, wie zoome ich denn rein? Auch das hier löschen wir wieder. Und ja, das ist ganz einfach. Das ist einer der ersten Effekte hier. Also, als erstes, ich habe mein Ausgangsbild, ihr seht es hier an dem Rahmen, das ist komplett, ja, mein Bildschirm eben komplett. Und jetzt möchte ich da reinzoomen, das heißt, ich füge hier eine Videoaktion hinzu. Das ist so ein bisschen wie Art Keyframing, nur ein bisschen anders gemacht. Im Prinzip, solange wie der Balken ist, solange ist die Keyframe-Animation. Ihr müsst euch das jetzt bei, wenn ihr das jetzt von Premiere Pro her kennt oder After Effects, das hier ist mein erster Keyframe, das ist der zweite und das ist die Zeit dazwischen. Meistens mache ich es ein bisschen länger, weil, wie gesagt, großer Bildschirm, muss ich viel reinzoomen, damit das Ganze ein bisschen weiter aus, bisschen weicher aussieht, mache ich das meistens so. Und hier mein Endpunkt muss ich ganz wichtig erstmal so lassen, wie es sein soll. Jetzt gehe ich hinter diesen Animations- oder Videoaktionsbalken, drücke Command auf meiner Tastatur und scrolle einfach mit meiner Maus rein. Das ist wie wenn ihr auf einer Webseite scrollt, einfach hier reinzoomen und dann habe ich schon reingezoomt. Das ist im Prinzip alles. Und ihr seht, so einfach funktioniert es. Das geht mir jetzt noch ein bisschen zu schnell.
ziehe ich das ganze Teil einfach länger und Grundsymbol und können ja, jetzt hier ein so paar ist es Einstellungen ganz dafür. einfach eingezoomt. Also es ist wirklich eine sehr einfache Geschichte. Ich kann es auch jetzt im Nein wieder verändern. Also ich klicke wieder hier rein, Command gedrückt halten auf der Tastatur und ich kann wieder rauszoomen. Auch dieses Fenster, neben ihr ja, mich gerade seht, oder nicht mich, aber den Screencast, das kann ich auch verkleinern, indem ich einfach scrolle, ohne die Command-Taste gedrückt zu halten. Also falls ich mal ein paar Sachen anpassen will, genauer machen will, etc., ist gar kein Problem. Kann ich auch so machen. Meistens mache ich es auch so ziemlich so groß, wie es geht, weil eine große Arbeitsfläche schadet nie. Ja, jetzt habt ihr mal gesehen schon mal, wie Zoomen funktioniert. Das ist wirklich sehr einfach und intuitiv. Ich kann hier im Prinzip noch mehr einstellen. Ihr seht hier die verschiedensten Parameter. Wie gesagt, das Programm ist wirklich toll. Ihr könnt da eine Menge damit machen. Und die 80 Euro lohnen sich auf jeden Fall. Ich würde auch mehr dafür ausgeben, weil der Funktionsumfang ist wirklich toll. Gibt es übrigens auch im Mac App Store. Ja, also Links dazu findet ihr, wie gesagt, in der Beschreibung. Ja, was ich auch noch meistens mache, ist hier die Audio ein bisschen höher. Irgendwie hat mein Blue Snowball nicht gerade den höchsten Eingangsspiegel, beziehungsweise den höchsten Eingangspegel. Normalerweise ist hier die Lautstärke auf 100%. Wie ihr seht, habe ich sie auf 126 hochgestellt. Einfach mal so, damit ihr mich ein bisschen besser hört. Auch hier orientiere ich mich natürlich wieder an den Ausschlagsbalken, die ich hier sehe. Allerdings sind die nicht so wie im Premiere. Also es ist ein bisschen hören einfach von der Lautstärke, beziehungsweise hier über die Waveform kann man das auch ganz gut sehen, beziehungsweise einstellen. Das Programm bietet noch viele weitere Funktionen. Hier zum Beispiel ja, so ein Mauszeiger-Zoom, wo man dann so eine Aktion einstellen kann, wo dann etwas passiert. Hier diese Callout-Funktion habt ihr schon gesehen. Zum Beispiel diese Funktion ist ganz geschickt, wenn man was zensieren möchte. Also ich sage jetzt mal, ich möchte hier einen Kommentarclip, so nennt sich das eigentlich, hinzufügen. Mache ich jetzt mal hier und warum auch immer möchte ich jetzt, dass das hier nicht steht. Okay, da ist erstmal hier ein kleiner Fail, weil da dürfte kein Pfeil sein, sonst ich habe vergessen, hier das Rechteck auszuwählen. Also nehmen wir nochmal das Rechteck und sagen wir, das wäre jetzt ganz wichtige Daten, wo ich nicht will, dass jemand sieht. Dann habe ich jetzt hier mein Fenster drauf, natürlich in Blau, sieht das relativ blöd aus. Gehe ich hier einfach auf Farbe, nehme mein Auswahlwerkzeug, gehe auf die Hintergrundfarbe. Und wenn ich jetzt hier noch diese Kästchen wegmache, sieht man gar nichts. Also das ist wirklich sehr, sehr toll gemacht, finde ich. Da kann man auch ganz einfach Sachen zensieren. Natürlich ist es aber auch dafür gedacht, um zum Beispiel irgendwas auf irgendwas hinzuweisen. Wenn man jetzt hier zum Beispiel dieses Tool nimmt, kann man irgendwas umrahmen, wenn man auf was hinweisen will. Genauso hier mit den Pfeilen. Aber wie gesagt, ich benutze die Funktion meistens zum Zensieren von irgendwelchen Sachen, weil es geht wirklich so einfach, dass ihr gar nichts seht, dass es da irgendwas war. Das ist wirklich ziemlich cool. Ja, Text ist natürlich auch kein Problem, ist immer wieder praktisch, wenn man hier einfach mal irgendwas reinschreiben will, irgendeine Information für einen Zuschauer geben. Auch sehr schön, was ich hier finde, direkt hier mit diesem ja, schwarz-transparenten Hintergrund gemacht, also mit Weiß auf dem Schwarz, finde ich echt schön gemacht. Ja, das sieht eben ziemlich gut aus. Vor allen Dingen, ihr habt eben den Vorteil, egal welchen Hintergrund ihr habt, ihr seht, ich bin hier eigentlich auf was Weißem. Das sieht man jetzt normalerweise diese weiße Schrift nicht so gut. Man sieht sie trotzdem. Deswegen ist es wirklich ziemlich gut gemacht und auch gleich intuitiv. Und ihr könnt natürlich bei allem hier auch Start- und Endübergänge hinzufügen. Also sagen wir hier mal Startübergang hinzufügen. Und da möchte ich jetzt erstmal mal den ein bisschen kleiner von der Länge her. Und da möchte ich jetzt eine einfache Kreuzüberblendung. Das wäre sowas wie eine weiche Blende in Premiere. Jetzt hier drin. Und schon wird das Ganze eingeblendet. Das geht mit allem. Das geht hier mit Videoebenen, mit Kommentare, Clips, mit allem Möglichen könnt ihr das so machen. Und hier habt ihr natürlich eure Mediensammlung. Also hier einmal mein Intro, weiß auch nicht, warum das jetzt zweimal drin ist, meine Bildschirmaufnahme und eben den Sound von meinem Mikrofon. Ist übrigens automatisch synchron hier, also ihr müsst das nicht irgendwie nachsynchronisieren. Ihr könnt wie gesagt auch andere Medien hinzufügen, ist gar kein Problem. Also so viel mal zu der Software, ist wirklich sehr toll. Ihr könnt hier natürlich mehrere Videoebenen verwenden. Ich weiß gar nicht, was die Maximalanzahl ist. Auf jeden Fall geht relativ viel. Und ja, viele Funktionen, sehr gut zum Schneiden und für Screencast-Schneiden optimiert. Ich denke mal, habt ihr jetzt vielleicht auch schon selber gemerkt, deswegen benutze ich es eben ja, mehr als Premiere zum Schneiden von Screencasts. Jetzt natürlich die große Frage, ja, wie rendere ich das jetzt? Wie exportiere ich das? Und zwar mache ich das ganz einfach eben über Command-E, aber es geht auch einfach über Ablage und Exportieren. Hier mache ich eigentlich nicht viel. Ich nutze hier diesen Standard, die Voreinstellung Web High. Die gibt es hier unter dem ja, verschiedenen Voreinstellungen. Einfach Web Hoch, das wird dann hier eben in Englisch dargestellt oder Web High. Das ist egal. Meistens gehe ich dann eben noch einmal auf Anpassen. Alles, was ich anpasse, ist eigentlich in Videos bis Settings gar nichts. Aber ich zeige es euch mal, damit ihr das vielleicht nachahmen könnt. Also, ich habe hier eben ganz normalen H264-Codec.
High und Best Quality, also ich rendere das eben in bester Qualität hoch. Was ich hier eben meistens noch einstelle, im Unterschied zu den normalen Voreinstellungen, hier sind nur 98 oder 96 Kbits eben für die Audio, das ist mir ein bisschen zu wenig. Ich gehe da immer auf 265 hoch. Das sind im Prinzip im Video 3 MB mehr. Also in einem Screencast, sage ich mal, von 10 Minuten, das ist durchaus verkraftbar. Und hier gehe ich auf 75%, weil ihr seht, wenn ich auf 100% gehe, dann sind das die Originalmaße, habe ich auch schon mal gemacht, funktioniert auch. Dann wird eben im YouTube-Wiedergabefenster original angezeigt. Ich habe mir auch überlegt, das weiterhin zu machen. Hier direkt meine Frage an euch: Soll ich meine Screencasts in dieser Auflösung hochladen? Wäre für mich kein Problem. Dann habt ihr es eben noch schärfer bei euch im Videofenster, aber normalerweise gehe ich auf 25%, dann habe ich die normalen Full-HD-Maße oder wenn ich irgendwie ja, noch weniger will, kann ich hier einfach immer weiter runtergehen oder auch selber dann manuell was eingeben. Das funktioniert auch. Also das mache ich immer eben, dass es hier auf 75% steht. Ich gebe meinen Namen ein, mein Arbeitslaufwerk und klicke auf Exportieren. Das ist eigentlich alles. Mehr steckt da nicht dahinter. Relativ schnell produziert. Und ja, es macht auf jeden Fall auch Spaß, solche Screencasts zu schneiden, muss ich sagen. Ja, das war es dann eigentlich auch schon hier von diesem Tutorial. Falls ihr noch weitere Fragen habt, wie immer dürft ihr mir die gerne in den Kommentaren stellen. Und falls ihr noch wissen wollt, wie ich meine Thumbnails zum Beispiel erstelle, könnt ihr das auch gerne äußern, dann werde ich dazu auch noch ein Tutorial machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.